Ich zeige dir in diesem Video, wie du deinen Spuren super schnell einen interessanten Lo-Fi-Touch verleihen kannst. Ich zeige dir das in Logic, du kannst es aber in jeder anderen DAW mit deinen eigenen Stock-Plugins genauso nachmachen. Was ich nicht verstehe, ist, dass viele Leute sich teure Plugins kaufen, nur um ihre Spuren schlechter zu machen, denn nichts anderes ist Lo-Fi im Prinzip. Jede DAW hat die Stilmittel, die du dafür brauchst, nämlich bereits an Bord. Fangen wir an mit Beispiel Nummer 1 und hier geht's los mit einem Drumset. Wir hören uns erstmal das Gesamtbeispiel hier an. Du hörst also, es klingt ganz nett, die Sache hier, aber es klingt alles noch ein bisschen steril. Die Sounds klingen irgendwie zu sauber. Deswegen möchte ich meine Spuren jetzt ein bisschen schmutziger machen. Ich möchte ihnen diesen besagten Lo-Fi-Touch verpassen. Wir fangen mal an mit den Drums. Und was viele nicht wissen, ist, dass das Pedalboard hier eine wahre Geheimwaffe sein kann, gerade wenn es um solche Effekte geht. Ich suche mir hier die Spinbox raus, ziehe die rein, liegt jetzt direkt hier auf der Drumspur und dann schalte ich die zu und dann klingen die Drums so. Und diese Spinbox hier übrigens ist nichts anderes als der Rotary Speaker von Logic's Hammond Orgel. Das Problem, was ich jetzt hierbei habe, ist, dass der Effekt ein bisschen stark ist und ich kann ihn hier nicht wirklich runterdrehen. Aber auch dafür hat Logic's Pedalboard bereits die Lösung mit an Bord, nämlich einen Mixer. Das ist das Pedal hier ganz unten, oder es ist kein Pedal in diesem Fall, sondern ein Mixer. Und hier kannst du jetzt sozusagen zwischen Wet und Dry regeln, so wie du es von einem Reverb oder Delay ungefähr kennst. Ich fange also hier oben an und ziehe dann den Mix so weit runter, bis die Intensität des Effekts so ist, wie ich es gerne haben möchte. Du hörst durch diesen Rotary-Speaker-Effekt, dreht sich der Sound jetzt so ein bisschen oder bewegt sich ziemlich stark und das kann vielleicht ein bisschen zu heftig sein, je nachdem, an was für eine Produktion du arbeitest. Und es gibt noch ein viel einfacheres Plugin dafür, und das nennt sich Grid. Das ist ein ganz einfaches Distortion-Plugin mit Filter und dadurch kannst du auch recht schnell so einen Lo-Fi-Effekt erzeugen oder deine Drumspuren oder Drum-Loops ein bisschen schmutziger machen. Dreh hier mal gleich ein bisschen leiser, weil es immer sehr laut wird. Wir können jetzt sehr stark distorten, verzerren. Also auch hier eine super einfache Möglichkeit, um deinen Spuren den gewissen Schmutz zu verleihen, den du für so eine Produktion möchtest. Machen wir weiter mit unseren Percussion, mit dieser Maracas-Spur hier. Die klingt jetzt ja ganz normal eigentlich. Ich habe sie ein bisschen nach rechts gedreht. Mach sie jetzt mal hier zum Abmischen in die Mitte. Und naja, hier könnte man jetzt auch den Grid einsetzen. Ich habe aber versucht, weil es so Spaß macht, mit diesen Effekten zu arbeiten, einfach mal ein bisschen kreativ zu werden, ein bisschen was Ausgeflippteres zu machen. Und ich habe jetzt einfach verschiedene Effekte reingeladen und geguckt, was man damit so alles machen kann. Und es ist wirklich interessant. Also die Pedale sind tatsächlich nicht nur für die Gitarristen. Man kann sie auf alle Spuren, auch auf Vocals einsetzen, damit schon sehr interessante Ergebnisse erzielt. Was ganz lustig war, war hier der Robo-Flanger. Da bekommst du auch ähnlich wie bei dieser Spinbox bei den Drums so ein bisschen so einen Dreheffekt, so einen Moving-Effekt. Normal. Zu abgedreht jetzt, ne? Finde ich jetzt ganz interessant, ist jetzt aber auch ein bisschen zu heftig, deswegen nehme ich mir auch hier wieder meinen Mixer und ziehe den Effekt so ein kleines bisschen runter, bis es mir passt. Als nächstes habe ich ein super spannendes Pedal gefunden. Und diese Stompbox hier heißt Face Tripper. Damit kannst du richtig abgefahrene Effekte erzeugen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich spiele einfach mal ein bisschen damit rum. Sind viele jetzt hier, ne? Klingt jetzt so ein bisschen zu heftig, ein bisschen zu abgefahren. Ich habe dann auch nochmal einen Equalizer mit drunter gepackt und habe hier die Höhen, glaube ich, da so ein bisschen runtergezogen, weil es dann mir auch insgesamt so ein bisschen zu hell war. Und es klingt jetzt trotzdem immer noch zu abgefahren insgesamt. Aber du wirst nachher hören, wenn wir es drunter mischen so ein bisschen, dann ist so ein ganz interessanter Effekt, der so ein bisschen im Hintergrund wabert. Was ist diesen Effekt hier?
Nachricht. Ja, es fällt nicht groß auf, aber wenn es nicht da ist, hörst du es. Ich mute es jetzt mal. Ja, das sind so die kleinen Sachen, die dann so das Tüpfelchen auf dem i sind für so einen Mix und dem noch so ein Element hinzufügen können, der wirklich dann deinen Mix einfach auch individuell macht. Machen wir weiter mit dem E-Piano. Das klingt solo so. Das ist das E-Piano von Logic selber, dieses Classic Electric. Und das klingt allein schon echt wirklich richtig super. Aber ich möchte jetzt hier auch von der Qualität her, um dem Ganzen auch diesen Lo-Fi-Touch zu verpassen, noch ein bisschen runterfahren. Und dazu lade ich mir das Modulation Delay. Findest du hier unter der Modulationssektion, dann hast du hier ein Modulation Delay. Und das ist wirklich auch richtig cool. Dieses Modulation Delay ist jetzt ein bisschen komplexer. Das heißt, ich kann dir das jetzt nicht in der Tiefe direkt erklären. So was Ähnliches hast du in jeder anderen DAW auch. Nennt sich Modulation Delay oder vielleicht hast du auch eine Delay-Sektion, wo du ähnliche Effekte zumindest hast. Also ich erkläre es dir jetzt nicht in die Tiefe, ich erkläre es dir jetzt zumindest mal für Logic-Nutzer, was du einstellen musst. Und zwar gehen wir erstmal mit dem Feedback hier auf 1 runter. Wir drehen die Volume Modulation ganz nach unten und den Output-Mix ganz nach oben. Und alles, was du jetzt machen musst, ist mit der Modulation Intensity und mit der Rate rumzuspielen. Geh mal hier im Mix auch noch auf links, sodass wir nur eine Geschwindigkeit haben und nicht zwei, dass es nicht zu abgedreht wird. Und jetzt probieren wir es mal aus. Ich schalte es zu. Bei der Modulation Intensity ist es jetzt so, dass es sich, je weiter du sie reinfährst, desto mehr verstimmt sich die ganze Sache. Auch wenn du das nicht möchtest, gibt es hier zumindest in Logic diesen genialen Dewarble-Button. Wenn ich diese Funktion einschalte, dann habe ich den Effekt, aber ohne die Verstimmung. Pass mal auf, wenn ich jetzt zuschalte. Wieder runterfahren. Und die Rate nach oben. Um das Ganze noch ein bisschen mehr Lo-Fi, ein bisschen schlechter zu machen, setze ich hier danach einfach noch einen Bitcrusher ein. Findest du unter Distortion gleich das erste. Das ist das einfachste hier in Logic. Hat auch jede andere DAW. Hier können wir jetzt zunächst mal ein bisschen mit den Presets rumspielen. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht zu laut wird. Also ich schalte es zu. So dieses Lo-Fi Rauschen zum Beispiel, dieses typische, wenn du möchtest. Mir gefällt ganz gut hier 8-Bit Classic. Jetzt kannst du hier über die Resolution, das Downsampling und den Drive die Sache so einstellen, wie sie dir gefällt. Also ich kann jetzt hier einfach mal hochfahren ein bisschen. Resolution nur 4-Bit. Crasht er jetzt praktisch hier die ganze Sache mehr oder weniger. Downsampling hoch. Artefakte. Natürlich Drive. Schauen wir uns jetzt noch unseren Lead-Sound an, der klingt alleine so. Klingt schön, gefällt mir eigentlich gut, wäre jetzt für eine Pop-Produktion okay, würde ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen, aber ich möchte auch hier das Ganze noch ein bisschen dumpfer machen, damit es mit dem Restmix so ein bisschen stilistisch auch zusammenpasst. Auch hier nehme ich wieder das Pedalboard, du siehst, das habe ich hier ziemlich oft benutzt. Und als erstes benutze ich hier jetzt ein Wah-Wah-Pedal. Damit kann ich einfach so ein bisschen die Höhen rauskriegen. Das ist bei solchen Sounds, funktioniert das mit dem Wah-Wah-Pedal ganz gut. Du wirst es gleich hören, wenn ich zuschalte. Funktioniert tatsächlich mit so einem Wah-Pedal bei Lead-Sounds wirklich recht gut, wenn du die dann ein bisschen dumpfer machen möchtest. Als zweites habe ich dann was Cooles gefunden, das war der Roswell Ringer. Das ist ein Ringmodulationseffekt, mit denen du deine Töne obertonreicher oder auch vor allem in dem Fall jetzt für mich metallischer klingen lassen kannst und auch so Artefakte reinfahren kannst. Und das macht tierisch Spaß, damit zu experimentieren. Probieren wir einfach mal ein bisschen rum. Ist zu abgefahren jetzt.
Wenn du es metallischer möchtest, ne? Wir vergleichen es mal direkt mit dem Mix, den ich vorher hatte, ohne Effekte, und dann mit dem jetzt mit diesen ganzen Lo-Fi-Effekten drauf an. Jetzt die Frage an dich. Gefallen dir diese Effekte? Hast du mit Logic's Pedalboard schon gearbeitet oder in deiner DAW? Welche Effekte benutzt du, um solche Produktionen zu machen? Schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Falls du dich beim Mischen noch unsicher fühlst, was du erst angefangen hast mit dem Abmischen und nicht weißt, welchen Schritt muss ich eigentlich nach dem anderen machen, dann empfehle ich dir mein PDF Speedmixing. Da zeige ich dir, wie du in 10 Schritten zum perfekten Mix kommst, was du als erstes machen musst, was du als zweites machen musst, wann du EQ und Kompression einsetzt, wann der Hall dazukommt und so weiter. Einen ganzen Mix von vorne bis hinten habe ich dir da genau beschrieben. Hat schon vielen Leuten weitergeholfen, unbedingt empfehlenswert. Habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Du hast jetzt auch gesehen, dass ich kein einziges Plugin von einem Drittanbieter benutzt habe. Das waren alles Logic's Stock-Plugin und ich behaupte, du kannst das auch in jeder anderen DAW genauso machen. Falls du vielleicht weiter Geld sparen möchtest und dir das Valhalla-Reverb ersparen möchtest, das zwar sehr beliebt ist, aber auch was kostet, dann empfehle ich dir dieses Video. Da habe ich das Valhalla-Reverb genau nachgebaut und zwar nur mit Logic's Stock-Plugins. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!